Yves Rausch, der narrt ja jetzt seit Tagen bereits die Polizei. Wie kann man denn überhaupt tagelang ohne Lebensmitteleinkäufe im Wald überleben? Wie kann man sich da ernähren? Das ist gar nicht so schwierig. Also im Survival-Training haben wir immer die Dreierregel. Das heißt, ich komme 3 Tage ohne Wasser aus. Das brauche ich also regelmäßig. Aber ich komme 3 Wochen oder noch länger aus ohne Nahrung. Und jeder, der schon mal gefastet hat, der weiß das. Ich kann also eine große Zeit das überbrücken und vielleicht noch Vitamine zu mir nehmen, Mineralstoffe. Aber ich brauche nicht unbedingt gleich Nahrung. Und darüber hinaus kann ich natürlich mir Vorräte anlegen, also schon vorher was verstecken. Oder wenn er die Möglichkeiten hat, sich auskennt, kann er auch Fische fangen, kann Fallen aufstellen für Kaninchen etc. Und sich natürlich auch von den Früchten des Waldes, von den Beeren und ähnlichen Sachen ernähren. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, es ist also durchaus möglich, dass der irgendwo im Wald Depots angelegt hat und da Konserven hortet oder ähnliches. Das ist denkbar, na klar. Oder dass er gleich ein ganzes Lager hat mit entsprechender Ausrüstung, wo er dann auch sich unterstellen kann und dass er dann nicht so abhängig ist vom Wetter, also auch wenn es regnet oder wenn es kälter wird, gut ausgerüstet ist. Jetzt ist ihm ja ein Großaufgebot der Polizei auf der Spur. Wie kann es aber sein, dass der Gesuchte sich da so verstecken kann und trotz Großfahndung unbemerkt bleibt? Es ist nicht so schwierig, sich im Wald zu verstecken. Bei unseren Survival Camps zum Beispiel, da machen wir häufig solche Versteckübungen mit selbstgebauten Tarnfächern. Und es gibt auch Möglichkeiten, seine Körperwärme zu reflektieren mit ein paar Ausrüstungsgegenständen und sich da auch abzuschirmen. Also bei so einem großen Gebiet, von dem wir da reden, da ist es schon nicht zu schwierig, sich auch so zu verstecken, dass man nicht gefunden wird, selbst wenn viele Leute nach mir suchen. Wie lange kann das Ganze denn jetzt so weitergehen? Noch ist es ja relativ warm, aber irgendwann im Herbst wird sich das vielleicht auch mal ändern. Ich denke, das kommt darauf an, was der Herr, was in ihm vorgeht. Und kann ich jetzt nicht in den Kopf reinschauen. Wenn er vorhat, das Ganze weiterzuziehen und ein bisschen Ausrüstung da hat, die ihm das erlaubt und einen Wasserfilter, dann denke ich, kann das noch sehr lange dauern. Wenn er natürlich vorhat, sich dann noch irgendwann zu stellen, dann genau an dem Tag wird es enden, wo er dann rauskommt. Oder die Polizei findet ihn, weil er sich verrät, zum Beispiel, weil er nichts mehr zu essen hat und dann sich bewegt bei Tag. Kann es auch sein, dass er vielleicht nachts dann bei umliegenden Bauernhöfen irgendwie auf Diebestour geht? Wäre sowas theoretisch auch möglich oder ist die Gefahr, entdeckt zu werden, da eher hoch? Das ist schwierig zu sagen. Also wenn er wirklich vorhat, sich zu verstecken, dann nehme ich an, dass er sich nur nachts bewegt und tagsüber dann in einem Versteck bleibt. Und was er dann macht, das hängt davon ab, wie viel kriminelle Energie er hat. Das kann ich nicht einschätzen, aber ausgeschlossen ist es nicht. Das kann sicherlich die Polizei dann besser beurteilen. Sie beschäftigen sich ja auch mit Wildnispädagogik. Können Sie sich rein theoretisch vorstellen, weshalb der junge Mann so technik- und fortschrittsskeptisch ist und sich da lieber im Wald als Einsiedler rumtreibt? Also der Wald hat schon eine ganz eigene Faszination für viele Menschen. Vor allem, wenn man den ganzen Tag im Büro sitzt, in der Stadt lebt und dann auch so ein bisschen entfernt ist von den Sachen, die wir zum Leben brauchen, von unseren Grundbedürfnissen. Und das ist eine Motivation von Leuten, die zu uns kommen, dass sie also gerne mal wieder in die Natur möchten, diese ursprüngliche Erfahrung machen wollen. Kommt ja auch das Hobby Bushcrafting her. Vielleicht ist das bei ihm auch der Fall, wer weiß. Kann sicherlich noch andere Gründe haben, aber in den Wald zu gehen, das hat schon eine gewisse Wirkung.